nochmal die Entfernung für Matthias Hergen. Klaus Basten hat diesen Freistoß da erarbeitet. Johannes, wollen wir schnell wenden? Oben, links, rechts, unten oder wo? Schnell jetzt. Da, lass uns lieber mal abwarten. Komm, mal, wie die Mauer steht. Ja, ich hätte jetzt gesagt, oben rechts. Da ist das Tor, ey. Unnachahmlich. Das ist die Entfernung von Matthias Hergen. Der hat es hervorragend gemacht. Wunderschönes Tor. Hier haben Sie es noch einmal in der Zeitlupe. Sehr schön gemacht von Matthias Herget. 1:0 also führt der FC Bayer Uerdingen hier in Jena. Und damit steht es, wenn wir beide Herget wunderschön aus dem Fußgelenk herausgespielt. Gut gereiht. Sehr schön. Und da haben wir es, das 2:0. Edvaldsson. Das war der Isländer Atli Edvaldsson. Und damit steht es nun 5:0, 3:0 aus dem Hinspiel, 2:0 jetzt. 76. Spielminute, Sie hören den Platzlautsprecher. Platzlautsprecher, der hier natürlich einen falschen Durchschuss angibt. Ja, Rudi Bommer war es auf keinen Fall. Und auf der Bank bei Uerdingen, da tut sich etwas. Wir deuteten schon an, Marcel Witeczek wird kommen, der 18-Jährige, das große Nachwuchstalent. Und es wird auch kommen mit der Nummer 13, Ludger van de Loo. Das ist Rudi Bommer. So, schön aufgelegt. Und das müsste das 3:0 sein. Wunderschönes Tor, wunderschöne Kombination. Genießen Sie diese schönen Tore von Stefan Kunz. Und na, das freut uns alles, nicht? Jetzt hat er das, was er sich gewünscht hat. Jetzt hat er sein Tor und hoffentlich gibt es ihm für die weitere Saison Auftrieb. Da sehen Sie, wie er sich freut. Da fällt dann so eine Zentnerlast von einem Spieler. Hier habe ich es noch einmal in der Zeitlupe. Herget. Da lässt Stefan Kunz dem Perry Bräutigam nicht die Spur einer Chance. Also 3:0. Köster. Sagt ihr Bescheid?